Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, zur zweiten Folge unseres neuen Projekts Titan der Meere. Und in der letzten Folge haben wir damit aufgehört, einen ersten Metzger zu bauen. In dieser Folge geht es dann darum, eine Stahlproduktion aufzustellen, vielleicht die Küche sogar zu bauen. Aber als erstes wäre es ratsam, unsere Kleidung etwas nachzubessern. Und das werden wir auch tun. Ich reiße erstmal hier die Felder wieder ab, weil das müssen wir einmal kurz in die andere Richtung laufen lassen. Huch, der ist ein Block zu weit weg. Okay. So sieht es schon besser aus. Und dann können wir dich auch erstmal abreißen. Und dann kommst du hier so hin. Okay. So geht das Ganze los. Beziehungsweise geht's nicht. Das muss nämlich weg und so sieht's schon direkt besser aus. Okay. Dann können wir hier noch den Weg nehmen. Dann stellen wir hier noch zwei ran, wenn wir sie dann brauchen. Und ich muss mal eben ausprobieren, ob das hier vom Platz her überhaupt richtig passt. 1. Das passt nicht. Gut, dann kann hier oben auch eine. Also erstmal kann natürlich das beides hier gebaut werden. Das ist gar kein Problem. Dann kann hier eine Weberei hin. Ich glaube, da stellen wir. Nee, das macht nicht so viel Sinn. Die andere muss nämlich an den Weg hier. Einmal so bitte. Und dann kommst du hier hin. Okay. Gut, dann beenden wir nochmal eben das Layout, einfach, dass wir den Platz hier schon mal ein bisschen vorreservieren. Und wir müssen natürlich erstmal auch mehr Bauernhäuser bauen. So, wir entfernen uns hier aber auch schon einigermaßen weit vom Marktplatz. Ich glaube, da ist die Richtung hier deutlich besser. Haben wir noch Holz? Wir haben noch Holz. Gut. Dann hoffentlich reicht das erstmal. Und du fährst erstmal wieder zur Insel. Die müssen wir auch noch besiedeln. Also wir haben leider nicht genug Geld für alles. Vielleicht haben wir aber hier einen netten Auftrag nochmal. Eine Abholaufgabe. Retten Sie drei Schiffbrüchige, die sind hier hinten. Okay, dann machen wir das gleich. Ich glaube, vorher besiedeln wir doch mal die Insel. Und hier fehlt die Straße. Sowas aber auch. So ist, glaube ich, besser. Hervorragend. Genau, Bauern und das Layout wollte ich hier noch fertigstellen. Das machen wir dann nochmal eben. Soweit. So gut. Ja, und hier geht sich leider kein viertes mehr aus. Das heißt, hier können dann, weiß ich nicht, weitere Webhütten, Webereien rein. Irgendwie so. Und dann kriegen wir dann auch auf den Rest der Fläche genügend anderen Kram. Wieso kann ich hier nicht besiedeln? Ah, jetzt. 2500 für eine sehr, sehr wichtige Insel. Und dann gehen wir uns jetzt hier die Schiffbrüchigen einsammeln. Und damit müssen wir das Geld, glaube ich. Ja, damit halten wir das Geld auch wieder raus. Hervorragend. Gut, ich bin zufrieden. Fisch geht auch runter. War schon fast zu erwarten. Ich weiß nicht, reichen drei? Ich baue nochmal ein viertes. Zur Not einfach noch ein paar mehr Bauernhütten, die uns den Fisch dann garantiert abnehmen werden. Und ich glaube, den Weg können wir hier auch mal kurz kappen. So. Und dann das
Ding weg und dann kommen hier nochmal drei Häuser rein. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit geht das alles hier mit dem Weg. Okay, es ist zu verkraften. Das heißt, wir können doch hier hinten noch ein schnell ein paar Bauernhütten mit Meerblick errichten. Ihre Majestät baut darauf, dass ich jeden verhafte, der die königliche Ordnung beschmutzt. Sie eingeschlossen. Na, versuch's doch. Da haben wir unseren Ellie Blickworth. Ist mein Gefängnis. Ja. Den Spruch haben wir schon mal gehört. Das ist nichts Neues. Ungewohnt, den mal dabei zu haben, denn sonst hatten wir immer Spiele, wo der deaktiviert war. Mal gucken, ob wir auf seinen Angebot von Eisen, Erz und Kohle zurückkommen müssen. Okay, hier wird's eng. Nur 85% erfüllt. Aber dann lassen wir das auch erstmal. Wir können hier definitiv und hier, beziehungsweise hier können wir eigentlich schon mal ein provisorisch neuen Marktplatz hinsetzen. Und irgendwas ist heute aber auch mit meiner Maus los. Ich glaube, so langsam ist die echt hin. Seit geraumer Zeit führt die auch gerne mal Doppelklicks aus. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen da reinigen. Bisschen Staub hat sich da bestimmt schon festgesetzt. Okay. Ja, diese Bauern, diese landwirtschaftlichen Ornamente, die haben es mir dann doch angetan. Oh, wir können die Schule setzen. Hervorragend. Wo setzen wir sie hin? Wo setzen wir sie hin? Schwierig. Hier wäre natürlich perfekt. Wir werden aber mehr in diese Richtung expandieren. Das heißt, es würde schon fast mehr Sinn machen, sie hier hinzusetzen. Genau, dann stellen wir sie hier hin und dann hier zur Not noch ein paar Kopfsteinpflasterstraßen oder eine Pflasterstraße. Und dann hat sich das. Dann reicht hoffentlich die eine Schule. Und da wir gerade, glaube ich, eh nicht viel mehr zu tun haben, außer zu sehen, dass das sich immer noch nicht hier verbessert. Ich schau mal eben ins Statistikmenü. Produktion, aktueller Verbrauch, potenzieller Verbrauch. 8 von 8. Ja, sieht doch gut aus. Ich glaube, da reicht es, wenn wir noch ein. Ja, ist es. Gib mir das Geld. Super. Dann damit haben wir jetzt Stahlgranaten. Traumhaft. Und was hast du für uns? Eine Abholaufgabe. Ach, einmal Treibgut. Die machen es aber auch einfach hier. Zack, passt. Also die Aufträge hier, das ist ja wirklich eine hervorragende Geldquelle. So, wir haben jetzt schon seit geraumer Zeit einen Hochofen. Es wird, denke ich mal, Zeit für ein Stahlwerk. Und, naja, gut, ein Stahlwerk wird gerade so, beziehungsweise ein Hochofen. Was? Achso, hier ist so ein komischer Obrero-Hut. Interessant. Was hat. Achso, gut, den haben wir. Arthurs unersetzliche Sammlung, maßgestalteter Hüte und Kopfbedeckung. Okay. Das müssen wir natürlich sofort zurückbringen. Sind Sie fertig? Na klar. Hervorragend. Gut, dann haben wir noch als nächsten Auftrag hier beim Archibald Blake ein offen. 4640. Oh, 27 Tonnen Ziegelsteine. Da werden wir aber vorher mal gucken, wie viel die tatsächlich wert sind. Haben wir überhaupt so viele? Gerade so. Ja, vielleicht müssen wir auch nochmal eine neue Ziegelei bauen. Geld haben wir jetzt ein bisschen. Die Köhlerhütte müsste. Das Lager ist tatsächlich leer. Gut.
Das heißt, ich müsste jetzt einen zweiten Köhler bauen. Das macht Sinn. Dann warte ich noch eine Minute. Und dann bauen wir auch den nächsten Hochofen. Und dann können wir auch das nächste Stahlwerk bauen. Und das dritte eigentlich sogar dann auch. Dann haben wir ja wirklich... Ah ne, wir haben nicht genügend Arbeiter. Das Problem müssen wir mal sofort aus der Welt schaffen. Die Kirche ist leider echt ein Dorn im Auge hier. Vom Platz her leider. Naja gut, kann man nichts machen. Und wieso haben wir kein Fleisch? Ist das echt... Ist das Fleisch ja... Ah ja, Tatsache, wir brauchen mehr. Schockt mich tatsächlich überhaupt nicht. Gut. Ich gebe zu, das ist gerade alles so ein bisschen durcheinander hier. Jetzt erstmal einen neuen Metzger gebaut, da vorne einen Köhler. Aber das ist jetzt der Anfang. Wir kriegen da später bestimmt noch ein kleines System rein. Ich bin sowieso gespannt, wie lange hier der Frieden hält. Dann werden wir ja sowieso gezwungen sein, ein bisschen umzudenken bei unserer Routenplanung und so. Also ich erwarte eigentlich nicht, dass wir hier reibungslos auf die Schlachtkreuzer hochkommen. Spätestens wenn dann unsere Mitspieler die Kriegsschiffe haben, dann wird's aber lustig. Und die Anokai ist ja auch dafür bekannt, erst anzugreifen, wenn sie nach ihrer Berechnung auch siegreich ist. Und deswegen kann man sich eigentlich schon sicher sein. Vor allem, wenn wir keine Kriegsschiffe haben, die man dann eben im Falle eines Hafenangriffs dazu holen könnte. Also wir müssen uns hier ein paar Türme leisten. Was? Ach, die warten immer noch. Ja, da könnt ihr länger warten. Wo tun wir denn mal das Getreide hin? Hier oben wäre natürlich wichtig. Das Öl brauchen wir auch, oder? Wurde da irgendwas im Patch geändert? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Gut, ist sowieso noch ein bisschen Zeit bis dahin. Erstmal hier Zeit für ein Markthaus. Das können wir dann... Oh, die armen Büffelherde hier. Na ja, gut. Fortschritt hat seinen Preis, ne? Das heißt, die erste Getreidefarm... Ich habe gehört, Getreide am... An Felsen wächst immer besonders gut. Dann bitte noch ein. 121. Zack. Aber bevor wir, glaube ich, eine Brotproduktion... Oh, wir sind im Minus. Warum? Fleisch, na gut, ich glaube wir brauchen einfach mehr Häuser. Ihr wollt nicht, genau, weil wir das Problem mit der Kirche haben. Ich kann natürlich Folgendes machen, ich reiße hier die zwei ab und dann können wir die Straße hier durchziehen. Dann haben wir nämlich hier hinten, genau, unterm Strich. Ach nee, dann... Ja doch, passt auf, wir reißen das ab. Hier kommt noch eine Straße hin. Und die Kirche stellen wir dann da so rein. Dann sind die Häuser hier auch fertig. Okay. So, ihr wollt aber irgendwie noch nicht. Achso, da müssen... Muss erst noch der 10. einziehen. Unser Schiff ist auch noch nicht da. Und der... Kollege hat auch noch eine Aufgabe für uns. Mensch, wir werden heute schwer reich. Und auch wieder in der Nähe. Sehr schön. Okay. Okay, soweit so gut. Stahl haben wir jetzt auch schon mal 6 Tonnen. Traumhaft. Und hier... Könnten wir uns auch schon mal vorsichtig so eine kleine Siedlung aufbauen. Wir brauchen... Oh, der Insel ist halt leider viel zu klein. Viel, viel zu klein. Also hier Jagdhütten und Paprikafelder ansiedeln, das wird lustig. Das wird ein Spaß.
So, einmal so und... So ist, glaube ich, am besten. Okay. So, dann gucken wir mal, bevor wir hier den Auftrag machen. Na gut. Da lohnt es sich doch, den Auftrag zu machen. 500 stehen gegenüber 4000. Ich glaube, wir nehmen die 4000. Sind Sie soweit? Na klar. Wenn ich mir diese ich danke. Durfte, ich muss sagen, mir sticht so ein bisschen das Geräusch von dem Dampfmotor hier. Den hört man auch aus weiterer Entfernung. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch neu ist oder mir vorher nie aufgefallen ist. Naja. Kleines Detail. So, 500 Arbeiter übrig. Was macht unser Fleisch? Okay. Okay. Ich muss mir mal hier ganz kurz ein bisschen die... Oh, die Zeitung. Oh, oh. Stimmt, ich glaube, ich hatte die erste sogar gar nicht editiert. Also wir können jetzt natürlich, oder können wir überhaupt schon? Ja, wir können 5%. Nee, ich lasse das erstmal so, weil gerade möchte ich mich noch nicht auf die Zeitung und dann auf die Plusprozente stützen. Das soll erstmal ein Werkzeug sein, was wir im Notfall einsetzen. Denn ich habe damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, die Wirtschaft immer dann von der Bilanz mit der Zeitung abhängig zu machen. Am Ende steht man dann da und wundert sich, dass man dann plötzlich wieder Minus ist. So, hier kann dann das nächste. Das, der nächste Marktplatz hin. Dann darf natürlich die. Das Wirtshaus auch nicht fehlen. Ich denke mal, die können wir schon bauen. Damit machen wir definitiv nichts Verkehrtes. Und jetzt haben wir auch schon kein Holz mehr. Du bist auch noch ein. Fall für den. Upgrade-Button. Okay, aber soweit hier in Ordnung. Kaufst du eigentlich noch für viel Geld Seife ein? Ja. 384, boah. Wollen wir dann zuerst eine Seifenproduktion aufstellen? Die ist nicht ganz billig. Oh, sie ist billig. 40, 40. Das können wir uns aber schon leisten. Interessant. Ich glaube, dann machen wir das. Wir brauchen 2 Schweinefarmen für eine Siederei. Ich werde das auch erstmal alles so darauf auslegen, dass wir hier... Ah ne, wir... Achso, oh, unsere Vasenmeistereien, stimmt, die brauchen Stahlträger in Ordnung. Das heißt, wir müssen kurz warten, bis wir... Bis wir die Siederei, oder? Ja, Siederei bauen können. Und hier oben sind auch die Schiffbrüchigen. Die sammeln wir nochmal ein. Das gibt dann wieder extra Geld. Also ich glaube, ohne diese Aufträge, ohne diese Waren, die man beim Piraten aus den Schiffen bergen kann, wäre Anno auch wirtschaftlich nochmal eine Herausforderung. Aber wenn man hier von 4 Leuten Aufträge annehmen kann, wir haben auch diese Madame Kahina noch nicht mal entdeckt. Ich glaube, hier waren noch mehr, oder? Müssen wir nicht noch mehr finden? Ja. 3 waren es, glaube ich. Da. Ja, 2 von 3 und 3 von 3. Und ab. Zum Auftraggeber. Gut. Hier wird auch schon fleißig Hopfen angepflanzt. Hopfen ist leider nicht auf unserer Insel. Aber ich bin eh nicht so ein Fan von Bier. Gut, nochmal 4000. Traumhaft. Und wir können zurück. Das heißt, wir haben jetzt 20.000. Und können damit erstmal... Oh, unser Holzlager ist auch schon wieder voll. Zeit für ein paar mehr... Arbeiterhäuser, würde ich behaupten. Dazu kommt dann nochmal... Eine Kneipe. Und da ist die Eisenmine in die Luft geflogen.
Die Feuerwehr müsste sich um den Hochofen kümmern, hervorragend. Und dann ist das auch gleich gelöscht. Ja, Feuerwehr ist essentiell hier im Schwerindustriegebiet. Da habe ich auch ganz zu Anfang die Erfahrung mitgemacht. Gut, wir spulen mal ein bisschen vor. Viel zu passieren tut ja gerade nicht. So, und weiterarbeiten. Uns fehlen... Ach, jetzt fehlen uns eine Tonne Ziegel. Die kommt hoffentlich gleich. Dankeschön. Okay. Und ich glaube, ich lasse dann auch erstmal hier gesperrt. Hervorragend. Gut. Dann bauen wir mal hier oben ein bisschen an unserem Getreide weiter. Da können wir dann hier noch so eine Getreidefarm nehmen. Ich glaube, 4 ist eine gute Zahl. Okay. So, dann als nächstes die Mühlen. Davon brauchen wir dann 2 Stück. Und dann 4 Bäckereien. So, wenn wir dann Geld haben, beziehungsweise wir haben eigentlich Geld, wir könnten mal vorsichtig hier was in die Wege leiten. Achso, keine Ziegel, verstehe. Und die negative Bilanz gleichen wir direkt mal mit ein paar mehr Arbeiternhäusern wieder aus. Wir haben viele Arbeiter übrig, aber wir wollen auch noch viel bauen. 2 Hochöfen, ein Hochofen, 2 Stahlwerke, eine Eisenmine, da kommt nochmal gut was bei rum. Generell können wir auch schon mal hier wieder ein bisschen vorbereiten. Dass wir dann hier auch die Zeit sparen. Gut. Ja, die Kirche. Wobei, plus 10 ist eigentlich in Ordnung. Ach, richtig. Ah. Gerne, noch ein Auftrag. Treibgutaufgaben, das ist ja... Und vor allem auch noch so nah dran. Da ist ja überhaupt keine Herausforderung bei. Das machen wir fertig. Um ihre Reise fortzusetzen. Ach so, das ist noch nicht mal hier das erste. Okay. Richten Sie Schweinezucht, verbinden Sie den Silo mit dem Lagerhaus. Ich finde Sie geteilt zum Silo in der Schweinezucht. Okay. Brauchen wir dann... Braucht das Silo also eine Straßenanbindung? Das probieren wir mal aus. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, noch nicht nötig. Aber später definitiv. So, das reicht dann jetzt auch für die Mühle. Und ich hoffe... Achso, gut, eine Bäckerei könnten wir auch schon. Aber solange die hier noch nicht... Beziehungsweise eine genehmigen wir uns. Dann haben wir erstmal keine Ziegel mehr. Ich glaube, da wird es mal Zeit für eine neue... Eine neue Ziegelproduktion. Einmal hier, dann. Kommen Sie, seien Sie nicht schüchtern, treu wie ein Hundewelpe. Also ich muss sagen, die schweren KIs, die haben alle irgendwie so einen an der Klatsche. Der anderen so Graves hier, wie schön, dass du hier stramm stehst, wenn ich pfeife. Sie hier mit irgendwie so einem Hundevergleich. Und der Admiral denkt hier auch nur bis zum Kasernenhof. Also irgendwie sind die alle ein bisschen seltsam. Und da ist auch schon das erste Kanonenboot. Vom Grace kümmert sich hier um das Flaggschiff der Margaret Hunt. Aber gut, chancenlos würde sie sich verteidigen. Da kommt auch schon das nächste...
Gut, da sollen sie sich hier nur behaken. Ich muss mal eben gucken. Die Margot Hunt liegt nur mit dem Graves. Okay, das heißt, der Gasparov pflegt mit der Margot Hunt sogar sehr gute Beziehungen. Handelsrechte nicht schlecht. Ich guck mal eben nochmal. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. 45, 45, 55. Aber einen Handelsvertrag möchte ich mit der jetzt erstmal nicht machen. Das würde mich, glaube ich, beim Graves auch erstmal nur in Verruf bringen. So, Fleisch ist schon wieder alle, das ist nicht gut. Seife haben wir schon 12 Tonnen. Das heißt, das können wir dann auch mal verkaufen irgendwann. Und jetzt wird es aber erstmal Zeit für zwei neue Metzgereien. Ich schau mal eben. Ja, das sieht gut aus. Ups, Aufstieg. Ach, schon wieder keine Ziegel mehr. Richtig, ich hatte hier noch nicht gebaut. Okay. Gut, da blinkt schon der nächste Auftrag. Geleitschutz 10.000, das riskiere ich definitiv. Ich guck mal eben, wo ist denn das Schiff? Ach, ganz da hinten, okay. Hoffentlich kriegen wir das hin mit unserem Schiffchen. Wir dürfen ja nicht, wir dürfen ja keine anderen bauen. Wir müssen jetzt mit unserem Flaggschiff gut hantieren. Ich denke mal, es ist fair zu sagen, dass man sich ein neues Flaggschiff kaufen darf. Aber wie gesagt, keine anderen Kriegsschiffe. Gut. Als nächstes wäre vielleicht auch mal was, ein Segelmacher eine Option. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir hier halbwegs im grünen Bereich bleiben. Und wir... Ach nee, keine Ziegel. Wir spulen mal vor. Wenn uns jemand den Krieg erklärt, dann erklärt er uns den Krieg. Da können wir jetzt eh nichts dran ändern. Erstmal du. Du bist wichtiger. Und dann gleich noch die nächste Bäckerei. Ups. So. In Ordnung. Oh, da ist ein Feuer. Aus dem Augenwinkel gerade noch gesehen. Reicht das alles? Ja, das reicht. Super, ich schicke nochmal die Freiwillige los. Und da ist auch schon der Schoner. Ich vermute mal, es geht von hier zum... Oh, zwei. Ich hoffe, die haben dieselbe Richtung. Sonst haben wir ein Problem. Kann ich jetzt? Kann nicht länger warten. Admiral auf der Brücke. Die Flammen sind außer Kontrolle. Okay. Mal gucken, was uns hier erwartet. 10.000, die würde ich mir eigentlich ungern entgehen lassen. Sind schon irgendwo Schiffe zu sehen? Nee. Erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. So, da wird das letzte Haus gelöscht. Okay. Bei der hohen Einwohner-, also Häuserdichte, ist das auch eigentlich zu erwarten, dass hier regelmäßig ein Feuer ausbricht. Unsere Schiffe. Ach, wir haben ja hier diese komischen Granaten. Was könnt ihr? Schon an Dampfschiffen. Gut, ist fraglich, ob uns jetzt schon direkt Dampfschiffe attackieren werden. Ich vermute mal, es werden Kanonenboote oder vielleicht sogar eine Fregatte sein. Zwei Fregatten wäre heftig. Gut, eine Stunde 22. Ach, wir lassen uns überraschen. Gut, ich stelle auch mal hier erstmal auf normal, damit wir da genügend Reaktionszeit haben. Und wo war ich stehen geblieben? Ich wollte ins Lager gucken. Ja, Wurst gerade so, Brot gerade so. Und Seife wird nicht verbraucht. Wir hätten schon die Möglichkeit, dann auf Handwerker auch hochzugehen, wenn wir dann nur noch die Schule bauen. Wir haben aber noch nicht eine gute Bilanz. Also das sollten wir vielleicht jetzt auch nochmal hier bisschen gegensteuern.
Da wird das mal dringend nötig. Und das letzte Holz. Und immer noch nichts? Kommt hier gar nichts? Gar kein Schiff? So kann man es natürlich auch machen. Wow. Ich bin froh, ihrem Leben einen Sinn. Ja, der ist auch komisch drauf. Also, gut, vielleicht ist es auch dieses Zeitalter, ne? Da war ja jeder irgendwie komisch drauf. Fies, fies. Ja. So, sind schon Handwerker hier zugange? Nein, sogar noch keine Handwerker. Mensch, wir könnten ja schon Handwerker haben. Da haben wir die KI aber ordentlich eingeholt. Ich red und red und red und nebenbei. Na gut. Soll uns nicht stören. Soll uns nicht stören. Wir haben ja noch viel vor. Und ich glaube, das ist auch ein passendes Schlusswort für die heutige Folge. Wir haben leider die Stahlproduktion. Ne, die baue ich erstmal nicht. Aber wir haben eine Brotproduktion, wir haben die Wurstproduktion, wir haben eine Seifenproduktion. Und in der nächsten Folge kommt dann die Stahlproduktion. Ich will auf jeden Fall einen Segelmacher bauen. Kanonen müssen wir eigentlich auch anfangen, damit wir Hafenwehrtürme bauen können. Aber ansonsten steht uns dann nur noch die Schule als letztes Bedürfnis offen. Und dann können wir auch schon die Handwerker machen. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge alles schaffen. Und pass auf, die Kirche, die kommt jetzt aber noch. Das war auch noch ein Ziel für diese Folge. Die muss jetzt stehen und sie steht. Damit bin ich durch für heute. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.